Hallo, hallo und wunderschönen guten Abend euch da draußen. Ich bin spät dran, ich weiß. Der Kaffee wollte nicht so machen und dann so, ah ja, der Körper hat auch noch eine Notdurft zu verrichten. Mann, Buster Cap, guten Abend. Ich habe mir den Chat gar nicht eingeblendet, sehe ich gerade. Ich sehe den nur zur Hälfte. Ah! Erstmal guten Abend, Buster Cap, Psycholic Bersi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Showcase Limited Run. Ne, alles außerhalb des Summer of Gaming, will ich mal sagen, aber es ist das Summer Game Fest. Im Gegensatz zur State of Play, die ja zum Beispiel letzte Woche Donnerstag war. Da habe ich genehmigt mir erstmal einen Kaffee. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee, Junge. Mit Milch und Zucker? Nein, Junge. Richtig schöner, schwarzer Kaffee. Alles andere ist Mist. Hallo Eier, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie gesagt, ich gucke jetzt auch gerade mal parallel nach. Zurzeit läuft bei Limited Run noch so eine quasi Vorschau-Geschichte. Das könnt ihr euch auch so schon reinziehen. Und zwar unter dem Channel Limited Run Games bei twitch.tv. Es gibt aber auch, ne, wer lieber die Sache auf YouTube gucken möchte, da strahlen die es, wie gesagt, auch aus. Ja, jetzt muss ich mal gucken, mal zurück da. Ich hätte mir den Ton einschalten müssen, ne? Also nicht erschrecken, jetzt kommt Ton. Und zurzeit wird gezeigt Aqua Kitty. Achso. Astro Aqua Kitty. Yeah. Also wie gesagt, das ist ein Vorschau-Ding, das läuft jetzt irgendwie schon seit einer Stunde oder zwei. Und jetzt habe ich auch Sound auf den Ohren, aber ich muss meinen Sound leiser drehen. Krass. So. Weil die Potis wieder Öl von dem Mischpult. Naja. Guten Abend, Cheesecake. Guten Abend, Fantastic Shark. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, wir gucken uns gleich hier das Showcase an. Wird produziert von Mega64. Ne, wer sich da unter anderem erinnert an die Kajima-Geschichte, wo die nach Japan geflogen sind und den Schöpfer von Platinum Games besucht haben mit Unblock Us. Machen guten Content. Und dann hat er gut die beiden nicht mehr blockiert und dann so, und jetzt blockieren wir ihn. Daraufhin ist er dann in den Fliegern, in den amerikanischen Staatsoptax gefahren. Mal schauen. Also, ich glaube nicht, dass es so bekloppt wird wie die Devolver Direct, weil die ist ja schon so geskriptet und auch so gut, dass die jedes Mal so einen WTF-Moment auslöst. Aber Limited Run hat schon letztes Jahr gezeigt, das können wir auch. Nur nicht so sehr WTF. Im Betreff. Naja. Guten Abend, Martin. Schön, dass du noch eingeschaltet hast. Zur späten Stunde. Ungewohnt. Ich merke auch gerade, ich habe voll die Augenringe. Liegt daran, eigentlich müsste ich schon im Bett liegen. Aber ey, scheiß drauf. Schon was Interessantes? Nee, das ist das Vorprogramm. Ne? Das geht ja jetzt gleich erst in 2 Minuten los. Sind ja Sachen, die schon bekannt sind, wenn man dementsprechend den Newsletter sich auch gefühlt jede Woche zukommen lässt mit neuen Ankündigungen, neuen Sachen, die es gibt und so weiter. Ne? Also Striker Gun 3, was hat man gerade gesehen? Astro Aqua Kitty. Ich habe Aqua Kitty auf der PlayStation Vita gespielt, als es noch ein PlayStation Mobile Titel war. Mhm. Ja, war nicht schlecht. Aber naja. Nee, das ist quasi nur ein Vorvideo, was jetzt quasi im Loop läuft. Mit einem Counter oben drauf. Der war auch gerade vor ungefähr einer halben Stunde, war der mal kurz offline, so nach dem Motto so, ups. Vielleicht hätte ich vielleicht auch doch auf einer Bingo-Karte so schreiben müssen, wie Stream läuft nicht oder so, oder Stream-Probleme. Naja, ach. Hauptsache, wir sehen Shantae. Was? Ich würde mich schon über ein neues Shantae freuen. Wir feiern ja schließlich dieses Jahr 20 Jahre Shantae, ne? Das darf man ja nicht vergessen. 20 Jahre lang Genie-Action. Damn, bin ich alt. Ja, und wie gesagt, es sind halt nicht alles AAA-Titel, was hier angekündigt wird. Da sind auch sehr viele Nieten dabei. Letztes Jahr, boah, meine Schniefnase. Ich bin am Quatschen, schon am Schniefen. Ätzend. Aber werden hier auch neue Titel angekündigt? Selten, sage ich jetzt einfach mal. Wobei, wie heißt das? Plumbers Don't Wear Ties?
Das Remake, das war letztes Jahr das Highlight der Limited Run. Das war dann eine Ankündigung, dass sie es nochmal porten für aktuelle Konsolen. Aber, naja, Plumber Don't Wear Ties ist auch nur bekannt durch den Angry Video Game Nerd. Naja, ich putze mal kurz die Nase. So, Start verpasst. Sehr gut. Geht los direkt mit Chante. Yeah! Haken machen. Nein, Spaß beiseite. Ne, wieso? Triple A, die haben letztes Jahr River City Zero und 2 gab es als Ankündigung in dem Trailer und halt, wie gesagt, Plumbers Don't Wear Ties. Das VMA-Spiel, was auch irgendwie ein bisschen, ja, was heute eigentlich nicht mehr bringen kannst, weil geht gar nicht. Ja, und hier werden jetzt gerade Bilder gezeigt aus dem Limited Run Store, glaube ich sogar, der in Amerika da ist. Na, die haben es geschafft, neben der Online-Plattform wirklich noch einen eigenen Laden aufzubauen. Ich weiß jetzt halt leider nur nicht, wo der ist. Na, und ich glaube, das ist von N-Insiders gedreht worden. Wie gesagt, ist nice. Shantae ist doch AAA. No? Also in irgendeiner Dimension, ja. Da Shantae dann auch in Smash Bros. Dabei. Nintendo Live. Oh, Entschuldigung. On the East Coast, especially, we don't get a lot of that. A lot of the bigger events are basically on the West Coast. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben den Laden aufgemacht während Corona. Raleigh, I've been really missing like a retro game store of any kind. I feel like this is going to become like the center for something really cool for like the community around here. Na gut, und in Amerika hast du halt einfach mehr Lokalitäten, wo Spiele verkauft werden, gerade Retro-Spiele. Das hast du hier in Deutschland relativ wenig. Ich bin gerade nur irritiert, warum ich auf dem einen Ohr nichts höre. Liegt nicht am Stream. Immerhin was fürs linke Ohr, genau. Schön ASMR ins Ohr. Viel Piep, ja. Aber kreatives Piepen fand ich gut. Genau, Night Trap. Boah. Also wie gesagt, die Ankündigungen beziehen sich da meistens auf, hey, wir bringen es physikalisch raus. Und gerade wir in Europa müssen da ein bisschen vorsichtig sein, weil am Ende kommt es doch nochmal in den Laden bei Amazon. Das ist mir bei Carrion passiert. Schon bei Limited Run gekauft, denkst du, yes, hier, und dann irgendwie ein paar Tage später, als es dann bei mir kam, ah ja, und jetzt gibt es den Laden so. Toll. Na egal. Ja, genau. Wie gesagt, es reicht. Also wie gesagt, das ist halt auch, da muss man Bock drauf haben. Ich habe, glaube Anfangszeit von, glaube ich, Limited Run eigentlich verteufelt, weil Limitierung von Spielen, die nicht so rausgebracht werden. Aber heutzutage ist es ja auch schon, ist schon nett, dass sich Publisher dran setzen und sagen, kleine Spiele bringen wir nochmal auf Cartridge raus. Yeah! Da gibt es neben Limited Run, Limited Run ist wirklich einer der großen, sonst hast du relativ kleine wie Strict Limited Games und so. Naja, Countdown. Sehr schön. Und ich dachte, Countdown sehen wir nur bei Devolver. Rated Donnerstag. So, auf geht's. Erste Showcase. Ne, zweite Showcase. Müssen die Balken sein? Die zerstören gerade meine Szene. Operation LRG. Ach du Kacke. Fängt schon gut an, ja. Yeah. Mit sehr, sehr runtergerenderten Cutscenes. Yeah, dann steigen wir mal ein. Olé. Können wir die Balken wegmachen?
We have a hostage situation. We just received this video from the terrorist leader. Hello, agents. I see you've ignored my demands. Well, ignore this. Now that I have your attention, we want a plane to South America. And if not, all the other hostages will get it. Ich spüre gerade die Ladezeit von meinem Sega CD. E3 trailer. These guys got 300 kilos of unauthorized trailers in that compound. Yeah. That's why we need you, Agent. The last guy who had your job went missing 2 weeks ago. We found him on a beach in Mexico, relaxing, without a head. This is what we were able to recover from the body. Oh nee, nicht schon wieder. Trailers. Let's take a look. Nein, nicht schon wieder auf den kleinen Fernseher gucken. Oh, hört sich nach River City Girls an. Ja, hab ich Bock drauf. Ja, genau, am 9. Juni ist Devolver dran, direkt, ich glaube sogar direkt nach der Summer Games, Summer Game Festival. Double Dragon, aber coole Kick erst da. Ah, ich glaube, ich bin jetzt gerade überlegen, ob River City Girls zuerst da war. Aber ja, im Endeffekt ja. Also nicht wundern, wenn ihr gewisse Spiele nicht kennt, liegt es nicht daran, dass ihr hinterm Mond lebt, sondern weil das Spiel irgendwie total unterm Radar ist. Ihr kennt das alle, ich kenne das nicht. Echt? Okay. Also ich will jetzt nicht sagen, es sieht nicht interessant aus, aber Roguelike ist immer so. Ja, doch, das hat mich doch schon ganz ein bisschen. Undermine, okay, kein. Nee. Erinnert ein bisschen an Hades, nur in Clicky Shiki. Wow. Das ohne Controller. Das mache ich nur mit meinen Augen. Ist das schlecht? I don't think any of them survived. You just saved Uncle Sam a whole lot of court fees. Let's find out what these guys had on them. Noch mehr Trailers. Let's see what this is all about. Oh, dieser Fernseher. You wake up one day and find it's all been a dream. Or you wake up and discover you've been asleep all the time and the nightmare is real. VR 61661, report to precinct headquarters, code 3, repeat code 3. I'm McCoy, LPD Rep Detect Unit. Sometimes we're called Blade Runners. Blade Runner? Year and a half on the job, it was still the dirtiest work I'd seen. Where's Captain Bryant? Don't get too excited, the other Blade Runners are all jammed up. Okay. Mind if I ask you a couple of questions? 2 minutes. That's how much time I give every stranger that wanders in here off the street. Ja, dass das auf GOG gab oder alte Spiele sind, ist klar. Ja. Halt jetzt nur die Ankündigung, dass es jetzt nochmal physikalisch rausgehauen wird. I thought replicants were safe. More human than human. How about Nexus 6? You
a lot about them? They're not killers, Detective. They're innocents. They just want to live a decent, productive life like you or me. It's a very simple solution to an old design challenge. Give them jobs on Earth, and they will never desire a different life. Oh, those skin jobs got no respect for anything that truly lives and breathes. How'd you feel about taking a little test? You come into my shop and you wanna VK me? Ach so, stimmt. Bei GOG ist es ja meistens dann irgendwie ein etwas älteres Spiel in der DOS-Box. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe nicht gespielt. There are things I wanna know. Take it easy, big fella. I have nothing to fear from any of my children. You got the wrong place, Jack. Mhm. In 4K und 60 Bilder. Oh, I swear. I want all the data you have on replicant DNA structures, mutation studies, everything. I'm a Blade Runner. You don't believe me? Call Lieutenant Guza. We're closed. We're not here to buy. Das kann nur pixelig werden. Believe me, he's the least of our problems. You're talking crazy. The hunter be dangerous. Interessant wäre, wenn sie es für die Xbox rausbringen. Also als physikalisch, ne? Weil die Lizenz dafür haben sie jetzt, glaube ich, dass sie auch für Xbox-Spiele physikalisch was machen dürfen. War lange Zeit nicht so. You got any idea how glad I am to see you? No time for chit-chat, Slim. You want to save your ass, we gotta blow this joint right now. I would prefer him alive if possible. And now it's time to end this game. Blade Runner Enhanced Edition. Okay. Ah, Night Dive. Ah, die Turok. Turok Reanimierer. Cool. Ich mag das Studio. Die haben so schon so viele tolle Sachen hochgeholt, wie System Shock, Metal Fatigue. Ich mag die Entwickler, wirklich. Throwback. Okay. Throwback mit dem Regenbogen. Das kann nur gut werden oder so. Ach du Heiliger. Oh, haben die das? Die haben das auch, glaube ich, letzte Woche. Acclaim-Logo, ja. Dachte ich nämlich gerade aus. So, Acclaim-Logo oder LJN. Die hatten auch den Regenbogen, ja. Aber das hier. Ich muss zugeben, ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es ist nicht Doom. Und das ist nicht Hexen oder irgendein anderer verbotener Shooter, zu dem ich keinen Kommentar geben darf und möchte. Aber so Ägypten ist definitiv, glaube ich, kein neuer Shooter. Nur halt neu aufgelegt, ne? Nennen wir es 3. Nee, wir nennen es Quark. Denn Quark ist geschmacklos. Also hier lässt dumm grüßen. Ne? Quack ist doch nicht geschmacklos. Der Name nicht sagen. Power Slave? Okay. Aber Throwback mit dem Regenbogen. Oh Mann, noch mehr Trailer. Ja, hau rein die Kacke. Ja! Wieder Way Forward, was gibt's jetzt? Earth, the not so distant future. Solar flares and overcrowding have destroyed the world's food supply. From her secret lab at Ingest Corp, bioengineering billionaire Erica Soares creates an incredible breed of eight-legged creatures with all the meat. Ach, das ist da. Oh, das ist doch hier dieses. Spider Souls. Kommt auch physikalisch raus. Das ist geil. Den letzten Way Forward Titel habe ich mir gekniffen. Das war hier mit den Kaijus. Aber Run and Gun? Why not?
Coming soon. Für PS4, PS5 und Switch, cool. Canary Games, okay. Okay. Mein Gott, guck doch meine Tasche mal gescheit nach. Okay, let's watch that one. Ja genau, Another World, das lag mir gerade irgendwie ein bisschen auf der Zunge, das stimmt. Diese Trailer-Melodie-Sound, das hat man auch schon so oft gehört. In den 90ern natürlich, ne? Ich krieg definitiv dafür einen Content-ID-Treffer. Dankeschön. Shadowrun? Kann sein. Ich glaube, Shadowrun wird auch geremaked, ne? Ja. Das habe ich auf der Switch unter kommt bald Region Fraktion auch gesehen. Wenn es jetzt nochmal physikalisch rauskommt, warum nicht? Sir, you'll never guess what I just found. More trailers. Alter, guck doch mal gescheit in die Tasche nach. Okay. Coco Polo. Ach du. Okay. Coco Polo. Doch klar. Haben wir eShop 3DS-Fraktion haben wir den Titel gesehen. Okay, kommt jetzt nochmal physikalisch raus. Oh, ist doch schön. Ich wüsste nur, wo mein 3DS ist. Einfach neuen kaufen. Kostet ja nichts. Ja, aber cool. Das Ladekabel. Coco Polo und Coco Polo 3D. Ja, oder die Limited Edition. Wegen 10 Jahre Anniversary. Wer kann sich daran erinnern? Es tut mir so leid, aber kein Mensch. Bin ich interessiert? Ein bisschen. Ja, die bringen echt noch was für ein 3DS raus. And Vita. Please. Nicht Vita? Nein, okay. Ja, war cool. Ich muss leider zugeben, in den letzten Jahren kamen zu viele Jump'n'Run-Action-Spiele mit Skeletten raus.
Deswegen, ich bin komplett irritiert. Ist das jetzt das Skelett, was irgendwie die neue Ausrüstung? Der sieht nicht danach aus, ne? Ein Metroidvania? Ich weiß es nicht. Skeletech. Okay, das ist dumm. Oder? Ja, ich glaube schon. Dumm! Ja. Ach, das war Doom 64? Okay. Okay. Kommt für die Xbox. Physikalisch. Okay. Well. Bill and Ted? Ja. I don't know. Ja, Bill and Ted. Die Retro-Collection. Ja, nee, ist klar. Auf dem Fernseher steht LJN. Ja, ich krieg die Krise. Ich weiß gar nicht, wurden die Originaltitel von LJN gemacht? Ich glaube nicht. Nein, das kann nicht sein. Nein. Oder? Unwürdig. Far in the future. Earth was attacked by unidentified aliens. The cities were reduced to ruins. A single soldier is sent to battle. Gibt's keine PS5-Version? Ja, in 4K Pixel sehen. He is. Erstmal als Cartridge in Amerika, okay. Ja, Manfred Trenz, ja. Okay. Ich wollte schon sagen, es hat so ein bisschen Turrican-like, ne? I like it. Am liebsten für die Original-Hardware. I like it. Yay, Shantae! Aber es ist kein neues Spiel, es ist halt das Original für den Game Boy Color damals. Es ist auch furchtbar unübersichtlich, das Spiel. Aber voll cool, also. Habe ich euch, glaube ich, auch einmal im Stream gezeigt, ne? Zack, Beefy zückt die Kreditkarte. Ich hab's doch schon hier. Ich brauch's nicht doch mal. Die können gerne mir die Shantae Collection mal geben. Aber das werden wir nicht mehr zum 20-jährigen Jubiläum erleben, sondern wahrscheinlich zum 25-jährigen Jubiläum von Shantae. Weil die Spiele sind echt gut. Aber wie gesagt, die wurden jetzt die letzten Jahre erst alle physikalisch für die Switch und ich glaube auch für die PS4 rausgebracht. Ach guck mal, da kommt das Original sogar für PS4 und PS5. Weil die Switch-Version existiert schon. Und eine... Ja, wie nennt man das? Homebrew-Cartridge, Selbstmacht-Gedöns gibt's ja auch. Na, no, okay, wir haben doch an das 20-jährige Lubion gedacht. Schön. Hat das dann Raytracing? Nein. Das leuchtet im Dunkeln? Ach du Kacke. Alter Schwede. Okay, cool. Guck, behalte ich im Auge.
We got a report from HQ that Mr. Supervillain has a private zoo on the property. Sieht er sich denn jetzt aus? I'm going undercover as a zookeeper to see what I can find out. Pay attention, rookie. You might just learn something. Hallo Löwe. Löwe, Tiger. Na, wie war's? Scheiße, ne? Aha. Look what I just found in the belly of the beast. The trailer. Ja, ich weiß, es ein Tiger war. Alles gut. Ein brennendes Blob, ja. Ja, sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. So leicht nostalgisch. Und jetzt wieder geklippt, ne? Eines meiner Lieblings-Gameboy-Spiele. Ah. Jetzt nochmal neu erleben. In der Retro-Collection. So viele Retro-Collections. Wer soll das denn alle spielen? Anniversary Collection Arcade Classic. Jetzt haut Konami richtig auf. Aber die, Moment, die gibt es doch. Ah ne, die gibt es digital, aber noch nicht physikalisch. Cool. Thundercross, ey. Life Force, oh. Sehr guter Shooter. Twinbee, yay! Okay, also kommt die jetzt auch nochmal physikalisch raus. Ja, warum nicht? Bisschen Shooter? Why not? Ist das Koto? These Sith, they seek the death of all Jedi. Ja, mehrere Fantastic Shark. We cannot hope to triumph against them alone. In the end, I fear it may not be enough. You know not what path you walk, Jedi. She is no Jedi. Ich glaube, die Ankündigung, dass KOTOR auch für die Switch und auch nochmal so neu aufgelegt wird in klassisch, das war ja bei Nintendo Direct sogar. Na, und jetzt hier physikalisch, zumindest im West, in Amerika, zumindest bei Olympia. Become. 2. Ah, okay, cool. Restored Content DLC. Nice. Switch und PC. Sony Fanboys sind am Heulen. Nein. Naja. Ein Muddin-Spiel. Bravo, Traube. Nee, doch, so Farming drin. Der Mann, den diskriminiert jetzt hier Trauben. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, der Titel ist auch schon seit ewig draußen. Mindestens ein oder zwei Jahre, oder? Ich meine, das habe ich in irgendeiner Wholesome Direct gesehen. So ein Wohlfühlspiel eigentlich.
Garden Story. Ich meine schon länger draußen. Aber cool. Cool. Warum nicht? Cool. Mhm. Dodonpachi. Nice. Ja, die Resurrected Edition. Damals rausgekommen für die Xbox 360, jetzt mal für die Nintendo Switch, finde ich nice. Also, kann man auf jeden Fall daddeln. Ein geiler Vertikalshooter. Habe ich euch auch im Stream gezeigt. Dabei ist, kam sehr viel Matsch dabei rum, weil das Spiel auch einfach zu überladen ist. Ist halt Bullet Hell, ne? Ich habe nur einen Wunsch. Es muss den Tate-Modus drin haben. Dann kann ich endlich das Flipgrip wieder benutzen. Ja, also hat es im Endeffekt die gleichen, den gleichen Inhalt wie die Xbox 360 Version. Ist geil. Top. Weil so kannst du es nicht mehr bezahlen, wenn du mal es nochmal genießen möchtest. Okay. Also finde ich nice. Also, ja. Tate-Modus. Es muss einen Tate-Modus haben. Sonst ist es für mich nicht interessant genug. Ich würde es gerne mit dem Flipgrip spielen. Das wäre nice. The Ultimate Criterion Star Game. FMV Game Event of a Lifetime. Oh nein. Plumbers Don't Wear Ties. Das Spiel ist so cringe. Oh. Oh Gott. Für die Switch und für die PlayStation, für die Xbox. Ach du Scheiße. Deleted scenes. Ja, damit lockt ihr die Leute auch noch. In 4K. Inside this compound is the main security force. I think we're about to get the jump on them. Oh, Pizza. Oh no, the terrorists are aliens. Aliens! This is so demoralizing! Wait, we're getting a call from HQ! Agents, it's good to see you. I hope you're giving those bad guys hell. I'm here with some important messages from our sponsors at Pizza Hut and Limited Run Games. Pre-orders for Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge will open. And every copy sold through Limited Run Games and major U.S. retailers will include a free Pizza Hut personal pan pizza. And not only that, but they'll have a VHS-style classic edition that includes the game and a steelbook, and a fully loaded Ultimate Collector's Edition that includes an actual, exclusive Shredder action figure from Playmates, and a strategy guide and miniature arcade replica. Oh, man. Aber ich habe mir dazu schon ein paar Gameplay-Sachen angeguckt. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Das Shredder's Revenge. Ich muss auch zugeben, ich habe hier den Pixel Power zugeguckt, als er Beat'em Up-Spiele rausgekramt hat, unter anderem Turtles in Time. Ich war danach wieder so angefixt. Ich habe mir die Cowabunga Industries jetzt vorbestellt. Mit den 13 Turtles-Spielen.
Aber cool, auf jeden Fall. Aber die Pizza können sie gerne behalten. Pizza Hut Personal Pan Pizza to restore your health and power you up. Cowabunga, dudes. Oh, good. The Pizza Hut Und der hat eine Pizza beworfen. Scheiße. Achso, ich darf wieder ballern. Jetzt das Alien. Oh, ist das cringe. Good shooting, Agent. Let's see what these aliens. Überall Pizza Hut Kartons. Oh, look at this. Trailers. Oh, super. Pop these in, see what they're all about. Jetzt habe ich Lust auf Pizza. Ah, okay, danke Hamburg Bürger, das habe ich gar nicht gesehen. Nice. Tate-Modus und dann Flipgrip. Oh. Kann ich euch gleich mal nach dem Stream zeigen. Den habe ich hier auch sogar griffbereit. Das Flipgrip. Gott, schon wieder ein alter Schinken. Ziggurat Interactive presents American Hero. Coming soon to physical through limited run games. Starring Timothy Bottoms. So, das ist glaube ich das American Hero oder so, was glaube ich jetzt sogar schon verfügbar ist bei Limited Run zum Bestell, was zum Henker? It's gonna be an explosive summer. Also, American Hero. Ja, kann man sich übrigens schon, genau, available now. Screaming Villain, okay. Ja, unglücklicher Zufall, Hamburg Pirat. Aber gut zu wissen, gut, dass du es auf dem Schirm hattest. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur den exklusiven Content für die Switch gesehen, wo ich dann sage, ja.
Ein weiteres FMV, ne? Hm. Es tut mir leid, dieses Genre holt mich null ab. Ja, nicht nur du, Prizefighter, ein weiteres FMV-Spiel. Oh Gott. Ja, also, nee, sorry, holt mich null ab, dieses Genre. Was ist das denn? The bloodiest game I've ever seen. Ah ja, geht noch. Bats. Okay. Das ist doch hier. Ach Mensch. Mad Traps? Ja. In der Enhanced Edition mit 4K, damit man es nicht auf der PS5 geben kann. Ach, ich. Wie gesagt, ich bleib dabei. Ich kann mit diesen FMVs nichts anfangen. Ist lustig zu gucken, aber mehr nicht. Für die PS5, ja! A mass murder has taken place. Okay. Dass Philips CD-i will seine Spiele wieder haben. Denk an Sega CD. Da kam es damals auch raus. Ach, das ist doch hier, Ich will Gabriel Knight sagen, das ist aber nicht. Wie heißt denn das andere blöde Ding? Phantasmagoria oder so? Woher weißt du das, Beefy? Ich gucke mir diese Spiele gerne an, aber ich spiele sie nicht. Aber es müsste sein, ne? Naja. Rant of Gamelon und Co. Die wurden ja jetzt inoffiziell geremaked. Rant of Gamelon und hier Faces of Evil, die Zelda CDI-Titel. Die. Okay, lag ich mit Phantasmagoria total falsch. Okay, die. Ja! Ein weiterer Vertikalshooter. Warum nicht? Aber da kann zudem zu. Wie hieß der Titel? S. Esp Galuda. Ey, Espa gut. Hab ich bestimmt gehört irgendwo, aber. Esp Galuda. Beginner, du guckst dir an, es ist jetzt schon zu viel für mich auf dem Bildschirm. Ja, aber das ist cool. Weil, wie gesagt, du kommst an diese Vertikal-Shooter aus Arcade, Xbox, oder nicht, deshalb kommst du halt nicht mehr dran. Und dass die da neu aufgelegt werden, zum größten haben die Leute, die darauf Bock haben, die Hardware dafür nicht mehr. Oh, hallo Glover. Seriously? Gott, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Warum bringt. Ja, okay, gut, cool. Cool.
ist die N64-Fassung oder PC-Fassung. Das ist nicht die PS1-Fassung. Aber wird wahrscheinlich die Portierung sein, ne? Von. Ja, war cool. Warum nicht? Glover sollte jeder mal gespielt haben. Aber Glover, echt. Na. Oh. Cool. Echt, hat hier noch einige Bugs? Oh Mann, das ist schade. So, was kriegen wir jetzt? Tetris-Effekt? Ich habe Enhanced, die waren ja auch unter anderem für Res verantwortlich. Ihr habt alle sehr, sehr schöne Controller. Was zum Henker? Wow. Aber Tetris Effects ist auch ein geiler Titel. Oh, ein Steam-Controller. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob es Multiplattform, also so Crossplay hat. Das Tetris-Effekt hat ja durch das Connected hier ein richtig großes Update bekommen eigentlich. Ist ja jetzt für alle Plattformen. Die war ja vorher, glaube ich, so ein PlayStation-Exklusiv-Ding. Aber es ist geil. Top. Tetris-Effekt Connected. Hammer-Titel. Ich weiß nicht. Ich vermute mal Allergie. Erkältet war ich. Reicht mir auch jetzt erstmal. Wobei kann auch einfach Wärme sein. Hier heizt sich gerade die Wohnung auf. Also das Zimmer. Mega Man Legends, ja. Okay. Well. Wow, Titties. WTF? Aber Deathwish sagt mir auch leider gar nichts. Agent, just beyond that door is the final boss. Ha! Wait till he gets a load of us. Oh no, mommy! Now we ja, da, fang kurz. Geht doch. Good work on that bed trap, Agent.
I guess that's why they call you the BT Specialist. Agent, I just checked the biostats of this next room. This whole place is pressure sensitive. That means if more than one person goes in there, this whole complex will explode. Looks like that means you're going in solo, Agent. Don't worry. Just remember your training, and you'll make it out alive. Or we'll try again with the next guy. Good luck! Toll. So you're the agent I've heard so much about. I hear you're a pretty crack shot. Let's see what you got. Wo ist mein Fahnenkreuz? Da ist es. Ups. Nice shooting, Agent. The only group of guys he'll be leading from now on is the funeral procession. Looks like mission accomplished. Great job, Agent. Good night. Yeah. Oh, wait. There's one more thing. Look what he had on him. The end trailer. Here. Why don't you take this one home to your kids? Against all the evil that hell can conjure, we will send unto them only you. I offer you a gift. Take it. It will give you strength. Ja gut, ist halt Doom. Yeah, wir haben one more thing. Was ist es? Doom. Okay. Wobei, Moment, bei uns kam Doom, glaube ich, nicht als Cartridge raus für die Switch, ne? Ja, aber auch Doom Eternal kam, glaube ich, nicht als Cartridge für die Switch raus, ne? Oder? Dann müsste ich nochmal nachlesen. That looked good. Hey, didn't you say if more than one person came in this room, the whole place would explode? Yeah. Oh Mann, was ein Shit. Oh Gott, ey. Aber ich glaube, das war's, ne? Oder meint der, kommt noch was? Ich glaube nicht. Die haben eine volle Stunde gemacht. Also eigentlich kann man da Hut weglegen. Also top. Es war jetzt... Mist. Hab ich noch nicht vorbereitet, so. Hören wir die Musik so im Hintergrund ein bisschen. War doch okay. Also kann man jetzt nicht meckern. Und zur Analyse. Was haben wir da gesehen? Ich wurde gut entertained. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich mir das noch angucke. Aber sonst. Ich habe Bock auf die Vertikalshooter. Dorapachi und Esp Galuda. Mit Tate-Modus. Stimmt, wollte ich euch endlich noch zeigen. Ne? Aber ich mache jetzt erstmal die Musik wieder aus. Damit ihr die nicht hört. Ne? Doom Eternal gab's nicht als Cartridge. Ah. Ja, aber... Nee. Echt, gab's... Dann lag da wirklich nur der Download-Code bei, ne? Sauerei. Er ist auch eine Frechheit. Bietet das Spiel im Handel an, dann liegt da nur der Download-Code dabei. Nee. Was ich meinte, war... Da hole ich es jetzt einfach mal raus. Das habe ich euch auch vor Jahren mal gezeigt. Das Flipgrip. Und das wäre ideal mit Dodonpachi Resurrected. Habe ich nämlich richtig Bock drauf. Ne? Das ist es nämlich. Das ist das Flip Grip. Ist im Endeffekt eine Halterung, womit man dann im Tate-Modus dann die Switch betreiben kann. Das war so schön grün. Ja, ist doch herrlich. Ne? Und wie gesagt, das ist eigentlich ein richtig geiles Teil und freut mich, dass jetzt auch wieder ein paar Titel kommen, damit man das Ding auch wieder rausholen kann. Frage, läuft das mit der OLED-Switch, dieses Ding? Nein. Warum? Die Lüfterschlitze sind anders gemacht worden bei der OLED-Switch. Das heißt, das Flipgrip funktioniert da leider nicht. Muss man sich schon wieder was anderes überlegen. Aber hey, why not, ne? War geplant, wurde aber gecancelt. Was?
Das wurde gecancelt. War ganz nett, aber schade, dass es kein neues Shantae gibt. Dafür eine Statue. Für, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr wie für Geld. Aber, ey, die haben so viele FMVs jetzt auch wieder rausgeballert. Eins war ja schon klar, das war das Plumbers Don't Wear Ties. Aber ich kann mit FMV-Titeln nichts anfangen. Sie sind witzig zu unterhalten, wenn irgendein anderer spielt. Aber selber, ich habe da keinen Bock drauf. Na, also, das muss nicht sein. Nee. Absolut nicht. Doom gab es als Cartridge. Ah, okay. Danke für die Info. Doom Eternal Switch Cartridge. Okay. Also, die war geplant, wurde aber gecancelt. Ja gut, okay. Hat sich dann wahrscheinlich nicht gelohnt. Jetzt kommt sie doch physikalisch raus, aber halt nicht mehr über Bethesda Microsoft, sondern über Limited Run. Warum nicht? Was sind FMVs? Was war das? Interaktive Movie-Video-Gedöns. Wie war denn nochmal die genaue Übersetzung dafür? Das sind im Endeffekt ein interaktiver Film, wo du dann zum Beispiel mit einem Pointer oder mit einem Pointer Sachen agierst im richtigen Augenblick und dann dementsprechend irgendwas anderes passiert. Ne? Full Motion Video, Dankeschön. Oder halt, genau, spielbare Filme, wo du dann zum Beispiel mit so einer Knarre einfach interagieren kannst. Beste Beispiele für FMVs sind dann sowas wie Night Trap. Ich glaube, ich würde fast Phantasmagoria und auch die Gabriel Knight-Spiele auch Richtung, gerade Gabriel Knight 3 würde ich Richtung FMV reinpacken. Ne, Plumbers Don't Wear Tie, brauchen wir nicht drüber zu reden. Dann gab es noch irgendein komisches Zombie-Spiel, da denke ich mir jedes Mal so, oh Gott, der ist ja schlecht. Also leider sind FMV-Titel nie sonderlich gut, weil sie kamen zu einer Zeit raus, wo die Technik, glaube ich, noch nicht so weit war. Ja, doch, Dragon Slayer ist schon FMV. Ja, doch, doch, hast recht. Na, die meisten FMV-Spiele sind dann halt meistens auf den angefangenen CD-basierten System rausgekommen. Das heißt, PlayStation, Sega CD, CDI. Und die waren dann auch ganz schnell wieder weg, weil die, ja, es ist halt nichts Besonderes gewesen. Wobei, Night Trap hat schon eine Welle gezogen. Durch Night Trap gab es ja dann in Amerika endlich mal eine Altersregelung, die es vorher nicht gab. Ne? Deswegen. Okay, und ich glaube, jetzt läuft gerade bei Limited Run die Aufzeichnung in Schleife. Warum nicht? Kann man sich ja nochmal angucken, ne? Aber nicht. Ich definitiv nicht. Ja, wie gesagt, für mich war jetzt nichts Neues dabei. Ich freue mich natürlich über Sachen, die natürlich jetzt physikalisch rauskommen. Dass, ich glaube, der Fussel hat, glaube ich, gesagt, bei Death Wish Enforcer, dass das, glaube ich, ein Mobile-Port ist. Okay, cool. Und sonst, also mich hat da jetzt leider nichts rausgehauen. Doch, hier, Rendering Rangers, das fand ich auch noch nice. Wenn das für das Modul rauskommt, cool. Und sonst bin ich gerade echt noch. Ich bin gerade am Hochscrollen im Chat, ob ich irgendwas übersehen habe. Ja klar, hier Turtles, Shredder's Revenge auf jeden Fall, sehr gut. Freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Aber werde ich mir wahrscheinlich zum Launch holen. Nee, ich meine einmal mobile gesagt, und zwar über die Vertikalshooter. Ach so. Ja, komischerweise, ich habe mal irgendwann mal gelesen, dass sich diese Spiele komischerweise auf dem Handy am besten spielen, mit Touchscreen. Okay. Von mir aus. Naja, aber wie gesagt, war jetzt okay. Ich glaube, beim nächsten Mal schreibe ich lieber und 3DS statt and Vita. Weil ich glaube, Vita, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wo eventuell noch ein Vita-Titel reingekommen wären. Hast du die Turtles Nimbus gespielt? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich leider nicht gespielt. Okay, krass, mein Chat hat sich quasi neu aktualisiert, bis Erdbeerquark sehe ich nichts mehr. Wie viel zeigt wieder seine zweifelnde Denker-Stirnfalte? Ja, es tut mir leid, ich habe da leider auch echt keinen Hirnschmalz, weil ich, wie gesagt, auch wie hier, das ist so typisch Showcase, da kommt Titel für Titel für Titel für Titel und es bleibt im Endeffekt nur das Ding, was dich am meisten umgehauen hat, und das war halt Dodonpachi für die Switch im Tate-Modus. Also das hat mich jetzt am meisten umgehauen,
wo ich auch eventuell sage, ja, und Rendering Ranger war natürlich auch nice. Aber der Rest war entweder schon, okay, habe ich auf dem Schirm, nice. River City Girl 2, okay. Aber der Rest war eher so, ah, da war es, also die Aufmachung selber, ne, Mega 64 hat Produzenten, die das dann gemacht haben, das war schon auf jeden Fall nice. Ich hätte ich das gewusst, hätte ich früher die Knallgold. Ich glaube, das wäre witziger gewesen. Na, das alte, die Deko vom Bekannten abgekauft, die sieht auch echt, boah, eigentlich müssen wir da mal putzen. Naja. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ist das was, auf das ich hier Zukunft achte? Wieso? Ich habe immer Denkerfalten. Naja, könnte sein. Hat er in den letzten Showcase auch gemacht. Ja, bei den letzten Showcase war es mit der Reflexion sogar noch ein bisschen schwieriger. Wobei, da hat mich ein bisschen mehr gefallen bei Sony, bei der State of Play. Nur hier, ja, viele coole Sachen dabei. FMV-Fans sagen, yay, Plumbers don't wear ties. Das muss echt nicht mehr sein. Neue Shantai wäre cool gewesen. Aber es ist halt auch Wunsch auf hohem Niveau. Wie gesagt, hier, viele Retro-Collections waren ja auch dabei. Konami Collection, Arcade Collection, dann hatten wir hier Boy and His Blob, Retro Collection, dann sehr viele Sachen. Also. Aber kann ich mir den Punkt für Ports geben? Ich kann mir eigentlich mal, so spaßeshalber, eigentlich mal die Bingo-Karte mal reinholen, ne? Bild, ja, nennen wir es mal Bild. Suchen, zack. Oh, jetzt wird es wieder so hell. Bingo, 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 Bingo. Bingo, 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 Bingo. Da ist er. Nur auf der falschen Seite und viel zu groß. Das ist ja meine legendäre Bingo-Karte. Danke, Buzz4Cap, dass du mir nur mal in den Popo getreten hast. Ich hätte sonst keinen Bock gehabt, die zu machen. Aber wie gesagt, nee. Wenn man Assi ist, dann Ports. Aber nee. Das wäre zu unfair. Der Rest, naja, heute kein Punkt. Ist nicht schlimm. Die meisten Punkte mache ich dann wahrscheinlich eh am Donnerstag. Am kommenden Donnerstag. Denn so sieht nämlich die weitere Planung aus. Am kommenden Donnerstag haben wir dann nämlich das La Grande Finale de Banjo-Kazooie. Shantae? Fragezeichen. Ja, aber wurde ein neues Spiel angekündigt? Nein. Shantae 1 kommt jetzt für die PS5 und PS4. Ist kein neues Spiel. Es gibt eine Statue. Ist kein neues Spiel. Ne, also, aber das ist so ein 20-jährigen Jubiläum, was gemacht worden ist, das finde ich zumindest nett. Ich gucke mir mal die Statue an. Wenn die zu teuer wird, dann nicht. Aber wahrscheinlich wird sie so limitiert sein, dass es am Tag 1 direkt ausverkauft ist. Das kennt man ja. Aber wahrscheinlich wird die zu teuer sein. Für mich. Na gut. Aber wie gesagt, ich glaube, richtig interessant wird es dann erst ab Donnerstag. Mit dem Summer Game Fest. Jeff Keighley lädt ein und zeigt nur was zu angekündigten Titeln. Mhm. Klar. Sichi. Ich möchte schon gerne wissen, was Kojima da macht. Das würde sich, das wäre mal eine Bühne. Aber hey, Zelda ist ja angekündigt. Vielleicht sieht man ja was zu Zelda. Wäre so nicht schön. Naja, aber das ist, wie gesagt, meine Voraussetzung. Dann am Donnerstagabend hat man im Anschluss. Oder ist das Anschluss? Nee, ich glaube, die Show geht irgendwie 3 Stunden. Zumindest habe ich es mal aufgeschrieben, 3 Stunden, wo ich dann denke, ui, okay, cool. Und danach, um 0 Uhr, hat man dann Devolver. Die Devolver Direct mit dem Countdown. Wir werden viele Countdowns haben. Unter 2 Stunden. Oh, okay. Der macht um 20 Uhr, ne? Da muss ich mir vielleicht noch ein Zwischending überlegen, was wir dann dazwischen machen. Zwischen Summer Game Fest und Devolver. Weil Devolver wollte ich schon gerne mitnehmen. Das ist auch irgendwie, das ist auch jedes Jahr Pflicht. Devolver einmal WTF, einmal richtig schön einen Brain Duck ins Hirn kriegen und danach schlafen gehen. Das ist perfekt. Na, und die anderen Events hat man dann alle so um den 11. und 12. rum. Ne? VR Upload haben wir, glaube ich, noch und PC Gaming Show. Und ich glaube, zu guter Letzt ist dann Xbox. Und vielleicht noch Nintendo irgendwann. So. Ab nach dem 12. vielleicht.
Einige Leute sagen 14. Und ich so, na, 14. nicht. Nee, 14. nein, 14. nicht. Ich tippe auf den 16. Aber wir werden sehen. Na gut. Das dazu. Ich will jetzt nicht so lange quasseln, weil die ganze Aufzeichnung kommt ja auch noch auf YouTube. Ne, die stelle ich ja nicht auf Twitch zur Verfügung, sondern wird direkt auf YouTube gepackt und archiviert. Damit man das, damit ich mir das dann in einem Jahr nochmal angucken kann, was Limited Run nochmal rausgekommen hat. Habe ich übrigens bei letztes Jahr mit der Limited Run gemacht. Deswegen wusste ich das noch mit Plumbers Don't Wear Ties. Ja, es gibt eine Fanbase, die freut sich. Sie dürfen es gerne feiern. Na gut, wir sehen uns dann am kommenden Donnerstag wieder mit noch mehr Non-E3-Content und natürlich Banjo-Kazooie für das Analog Pocket. Und mal gucken, ich muss mir dann echt noch was überlegen, wenn das, ob wir irgendwas mehr machen zwischen Summer Game Fest und Devolver. Das wird ein anstrengender Donnerstag. Mal gucken, kriegen wir hin. Na gut, in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Montagabend. Ja, Montagabend. Und ja, viel Spaß mit dem folgenden Programm, egal was ihr tut. Habt einen noch weiterhin, ne, ab morgen geht ja die Woche wieder los. Für einige gingen die ja heute schon los. Wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Wochenstart in die relativ kurze Woche. Zumindest für die, die Pfingsten feiern durften. Gibt's eigentlich. Ne, Pfingsten ist, glaube ich, in Deutschland weiter Feiertag, ne? Ich vertue mich da immer mit den anderen Brückentagen und so weiter. Ach, keine Ahnung. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Und wie gesagt, haltet durch. Wochenende ist näher, als ihr denkt. In dem Sinne, haut rein.